Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Sewer of Mine. Die liebe Katja war mal wieder unterwegs und hat eigentlich ganz gute Sachen gefunden, weswegen ich mich freuen könnte, aber ich freue mich überhaupt nicht, denn Bruno und Pavle sind schwer verwundet und ich glaube, dass einer von den beiden sterben wird. Also, ich habe keine Ahnung, wie gesagt, ich kenne das Spiel gar nicht, alles, was ihr seht, also ich kenne nicht mehr als das, was ihr kennt, so. Und ich glaube, wir haben halt nur noch eine Bandage. Und ich werde mich entscheiden müssen, wem wir die geben. Und ich weiß, dass wir ja mit der Katja, beziehungsweise in der Nacht haben wir gesehen, dass einige neue ja, Gebäude da sind. Und da war ein Krankenhaus. Und da stand, dass das noch intakt ist. Also, dass da Leuten geholfen wird. Und vielleicht versuche ich es dann mit der anderen Person ins Krankenhaus? Ich weiß es nicht. Oder wir haben Glück und wir können uns irgendwie Bandagen machen, weil wir dieses. Nee, Moment mal, diese Kräuterwerkstätte oder was das war, damit kann man ja nur Kräutermedizin machen, aber ich glaube keine Bandagen. Ich traue mich gar nicht auf Weiterklicken, ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Ich, Scheiße. Und ich überlege jetzt mal, bevor ich auf Weiterklick, weil dann geht die Zeit, weiter und ich habe Angst, dass dann, dass die sehr schnell sterben. Ich weiß es halt nicht. Vielleicht sterben die auch gar nicht, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass einer von den beiden sterben wird. Und wenn ich mich jetzt entscheiden muss, wer von den beiden stirbt, dann muss ich sagen, dass. Scheiße. Wahrscheinlich würde ich Bruno sterben lassen. Wahrscheinlich Bruno, weil wir Pavle brauchen zum Abhauen, weil Pavle laufen kann und Bruno kann nicht laufen. Und es hört sich fies an, aber er ist halt eine größere Last in dem Sinne, dass er zum Beispiel Zigaretten braucht. Und wenn wir Bruno nicht mehr hätten, dann bräuchten wir auch keine Zigaretten und sonst kann er halt kochen, ja. Dann, das äußert sich ja aber nur dadurch, dass er weniger Wasser zum Kochen verbraucht als die anderen. Und damit müssen wir leben. Also. Ich hoffe, es kommt jetzt jemand, mit dem können wir handeln, dann kaufen wir Bandagen, dann ist alles gut. Und dann lassen wir die beiden wirklich. Ach, weiß ich nicht. Es ist halt blöd, dass es beide getroffen hat, weil ich kann die nicht im Bett pennen lassen die ganze Zeit. Wenn, dann kann ja keiner unser Haus bewachen. Aber ich muss andererseits dann schon mit der Katja wohin, weil sonst kriege ich kein Zeug und dann überlebe ich auch nicht. Also, verdammt. Ich klicke jetzt auf weiter. Wähl Pavel aus. Und der muss sich verbinden gehen. Ja, scheiße. So, und Katja, du guckst jetzt mal bitte. Und sie ist traurig. Wir können da eh nichts bauen. Und Kräuterwerkstätte, ja, Kräutermedizin, Bandagen auch. Dazu bräuchten wir das hier noch. Haben wir jetzt nicht. Gut, wir haben aber genug Holz. Was, wie hieß das nochmal hier? Bestandteile bräuchten wir. Ich gucke jetzt nochmal nach Waffen. Und der Pavel muss sich bandagieren. So, da geht natürlich immer noch nichts. Das Teil werden wir erstmal aufbessern müssen, bevor da was, dass da was, damit da was geht. Aber da reicht uns das beim besten Willen nicht. Ich weiß nicht, ob ich. Ich mache jetzt kein Bett. Nun müsste die Heilung beginnen. Ja, Katja, verdammt, vielleicht mache ich doch ein Bett. Weil dann kann sich jeder mal hinlegen, tagsüber auch. Er erholt sich. Und. Ja, Pavel, ich hab dich doch gerade bandagiert. So, Katja, mach ein Bett. Und es kommt auch hier hin. Ah, das passt sogar. Sehr schön. Und er soll jetzt noch was essen. Und er soll sich jetzt sofort hinlegen, weil er auch noch sehr müde ist. Und ich glaube, ich gebe ihm auch noch was. Oder er muss mal kochen. Jemand ist an der Tür. Mach das Bett schnell fertig, Katja. Oder nee, mach das nicht fertig. Geh hin. Bitte, bitte, bitte hab Bandagen. Oh mein Gott, bitte. Du musst. Hier, wir brauchen. Das da. Herstellen. Bitte hab Bandagen. Gott, ich gebe dir alles.
Was? Er will hier bleiben? Boris, kann ich hier bleiben? Mein Viertel wurde während meiner Nachtschicht im örtlichen Lagerhaus bombardiert. Ich habe dabei geholfen, unter dem Schutt nach Überlebenden zu suchen. Wir konnten aber nicht alle retten. Als ich zu Hause ankam, habe ich eine Ruine vorgefunden. Kann ich eine Weile bei euch bleiben? Mir scheint, ihr könntet ein paar starke Hände gebrauchen. Ja? Na klar. Aber ihm geht's auch nicht gut. Ach, jetzt können wir einfach mit ihm spielen. Ah, Hilfe, 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 Moment. So, sie soll das jetzt mal weiterbauen. Ah, jetzt bin ich ganz überfordert. Also, er erholt sich und ihn lasse ich echt für immer schlafen. Ist mir wurscht. Stopp, 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 stopp. Entschuldigung, tut mir leid, tut mir leid. Mach jetzt erstmal so ein Essen. Das kannst du nämlich gleich essen. So, Katja. Leg dich hin. Bruno, essen. Und dann Bruno hinlegen. So, und wer bist du denn? Wie lese ich nochmal? Kann ich da draufklicken? Ah, genau, Boris. Stark, aber langsam und auch ein Raucher. Ich bin kein großer Redner, nur ein gewöhnlicher Typ. Im Lagerhaus habe ich in der Nachtschicht Sachen eingeräumt, meistens per Hand. Das war Schwerstarbeit, aber ich war schon immer stark, sogar als Kind. Jetzt ist dieser Ort Geschichte, in Schutt und Asche gelegt. Genauso wie mein Haus. Die Trümmer zerschmettern meinen Fuß. Oh nein, zerschmetterten meinen Fuß. Er ist wieder verheilt, aber noch etwas steif. Deshalb kann ich nicht so schnell laufen. Aber ich kenne niemanden, der so viel tragen kann wie ich. Okay, Boris. Und mir ist letztens beim Rendern was aufgefallen. Er ist verletzt auch. Jetzt haben wir so viele Verletzte und keine Bandagen. Boris, guck mal nach, ob wir noch ein Bett bauen können. Und zwar, da, das blinkt so orange, ist mir aufgefallen. Ja, da ist echt was dazugekommen. So, ich muss heute Nacht einige Bandagen finden. Ich darf meine Freunde nicht im Stich lassen. Ja, wartet mal, dann erst mich nach unten. Meine Geschichte. Ich bin weiter herumgekommen als all meine Freunde und Verwandten. Ich habe Berühmtheiten getroffen und die Leser fanden meine Interviews lustig und prägnant. Aber wenn ich versuche, meine Erlebnisse niederzuschreiben, dann kann ich es nicht. Ich möchte meine Verwandten finden und sie umarmen, statt über sie zu schreiben. Ich wünschte, ich hätte sie öfter gesehen. Tag 6. Pavel ist schwer verletzt. Ohne Bandagen wird er wahrscheinlich sterben. Tag 7. Diese älteren Leute haben Familienangehörige, die sie unterstützen. Wir sollten nicht mehr von ihnen stehlen. Tag 11. Meine Freunde sind sehr hungrig. Sie mit Essen zu versorgen, sollte meine Priorität sein. Tag 13, meine Geschichte. Diese Stadt hat einst jeden mit offenen Armen empfangen. Ich liebte die alten Stadtcafés, wo ich neue Freunde aus aller Welt kennenlernen konnte. Werden die Menschen jemals wieder so umgänglich sein? Wenn wir es überstehen, muss ich alles dafür tun, um sie daran zu erinnern, wie es war. Wir können nämlich sehr viel erreichen, wenn wir zusammenhalten. Tag 13, arme Leute, ich weiß, dass es grausam war, ihre Vorräte zu nehmen, aber es geht um unser Überleben. Tag 17, ich muss heute Nacht, genau, das haben wir schon gelesen. Das ist ja schön. Pavle. So. Tag 6, ich bin schwer verletzt, ich werde sterben, wenn ich keine Bandagen kriege. War er dann schon mal so auf diesem Niveau, wie er jetzt ist? Ich weiß es gar nicht. Bei all diesen Bomben, Scharfschützen und dem Mangel an Vorräten möchte man sich am liebsten nur noch verstecken, hinsetzen und weinen. Doch wir können nicht zulassen, dass sie unsere Moral zerstören. Wir müssen ihnen zeigen, dass sie unsere Würde nicht wegnehmen können. Es ist schwierig hier, aber wisst ihr, wie wir das in unserer Straße geschafft haben? Tag 13. Katja hat es für uns getan. Wir sollten dankbar sein. Tag 17. Wir sind verletzt. Wir brauchen dringend Bandagen. Ja. Und leider, leider, leider kann ich ihm kein Bett anbieten. So, was gibt es beim Bruno? Tag 6, meine Geschichte. Einst war ich Optimist. Entschuldigung, ich hätte schwören können, dass ein Krieg hier unmöglich gewesen wäre. Kriege passieren weit entfernt in Ländern der Dritten Welt. Das dachte ich zumindest. Sogar als die Nachrichten von Tag zu Tag beängstigender wurden, konnte ich mir nicht vorstellen, was uns noch bevorstand.
Tag 7. Diese alten Leute haben so viele Sachen, selbst Nahrung und Medikamente. Während wir so wenig haben, werft mir nicht vor, dass ich ein wenig genommen habe. Nee, wirklich nicht. Hat jemand etwas Nahrung übrig? Ich muss etwas essen. Oh, wir können über die Moralität von Diebstahl diskutieren, wenn wir diese Hölle überstanden haben. Meine Geschichte. Meine beste Freundin machte sich immer große Sorgen. Eines Tages rief sie mich ganz erschrocken an. Draußen herrschte ein Krawall. Die Befürworter der Abspaltung hetzten die Leute dazu auf, das Rathaus abzufackeln. Ich sagte ihr, dass sie sich keine Sorgen machen sollte, und ich hatte recht. Nichts passierte, zumindest damals. Sogar als täglich von Krawallen und Kämpfen berichtet wurde, versicherte ich ihr, dass dies alles bald vorbei sein würde. Ohne Bandagen sterbe ich, helft mir. Oh, Mann. Oh Gott, ich versuch's, ich versuch's. Ah, soll ich mit Bruno dann ins Krankenhaus gehen? Ich weiß nicht. Leute, ich weiß nicht. 17 Grad. So, kann er eigentlich. Können wir so einen Filter machen? Nein! Haben wir noch einen auf Lager? Rein zufällig? Nein, haben wir auch nicht. Oh, Mist. Und das hat uns jetzt so viele Bretter wieder gekostet, Mann, ernsthaft? Gott, und der arme Typ, der kann jetzt sich nicht mal irgendwo hinlegen. Das ist echt schlimm eigentlich. Sie ist auch noch hungrig. Ach Mann. Leute, ich trinke mal kurz einen Schluck. So nebenbei, ganz leise. Ich versuch's. Es könnte schlimmer werden. Wenigstens habe ich einen Stuhl, auf dem ich sitzen kann. Ja, ich weiß. Ein Sessel wäre bequemer, ne? Aber ich hab doch nichts. Ich glaube, ich habe jetzt kurz getrunken. Ich glaube, ich lasse dann wirklich nachts. Lasse ich den Bruno ins Krankenhaus gehen. Beziehungsweise gucke ich mal, vielleicht gibt es ja irgendwas Neues. Und es gibt eine wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig tolle Sache. Mann, jetzt hab ich gerade für alle drei Betten gemacht und dann kommt der vierte an. Wie heißt nochmal der Boris? Genau. So. Sie ist ausgeschlafen. Katja, das freut mich außerordentlich. Jetzt lassen wir nämlich kurz sich den Boris hinlegen, weil der ist verletzt. Wie eigentlich jeder. Außer Katja, natürlich. Weil wenn wir gehen mit einem Verletzten, dann können die anderen Verletzten pennen und Katja kann Wache stehen. Das ist eigentlich gut. Weil wenn wir mit der Katja gehen, dann muss wieder einer von denen Wache stehen, ne? Und dann geht es denen wahrscheinlich wieder schlecht. Also ich vermute, dass es denen wirklich nur deswegen schlechter geht, weil die nicht gepennt haben. Ich meine, aus welchem Grund sollten sie jetzt verletzt sein, wenn sie davor nur leicht verletzt waren? Die wurden ja nicht angegriffen und nix. So, ich gehe jetzt noch mal kurz Radio hören und. Oh! Leute. Wie geil. Wir haben zwei Fleisch. Das ist ja geil. Werde ich gleich mal wieder befüllen, das gute Ding. Das lohnt sich. Also klar, eins ist schlecht, also wenn man nur ein so ein Ding hat, aber. So an sich ist es ganz gut. So, und zwar mit dem hier wieder, weil wir eh fünf noch davon haben. So, und sie soll dann, wenn sie damit fertig ist, hat sie eh schon, soll sie das hier essen. Und sobald der Bruno wach ist, beziehungsweise dann am nächsten Tag, kann er wieder was Schönes kochen. Ich weiß, dass sie traurig ist, aber ich will ihr nicht unbedingt Alkohol geben. Weil sonst ist sie betrunken und kann nicht sonderlich gut aufpassen. So, die Nacht. So, und jetzt auf jeden Fall so, dass sie Wache steht. Pavle pennen und er auch pennen. Und er muss plündern. Und zwar im Stadtkrankenhaus. Ja, Vorsicht ist geboten. Ist natürlich geil, aber scheiß drauf, weil sonst sterbe ich auch. Oder wartet mal.
Das habe ich ja abgeschlossen, ne? Ich habe mir für irgendwas habe ich mir was aufgeschrieben. Ich habe hier noch meinen Zettel liegen. Irgendwo ist noch Zeug, aber nicht viel. Das müsste eigentlich dann hier sein. Ja, genau, das kommt hin. Weil hier ist ja nichts mehr. Gut. Da gibt es auch Medikamente, aber es könnten halt noch normale Medikamente sein. Es muss ja nicht sein, dass das Bandagen sind. Außerdem ist da Vorsicht geboten. Ist ja da auch. Aber, soll ich es wagen? Ich wag's einfach, weil er stirbt sowieso, wenn ich nichts mache. Das ist leider so. Und wenn er so nichts findet, dann findet er vielleicht wenigstens. Ach, kann man jetzt eigentlich zu zweit plündern? Nein, kann man nicht. Genau. Aber wenn er da jetzt nichts findet, dann müssen wir mit jemand anderen los und woanders suchen. Hilft nicht, hilft nicht. Ach, haben wir das eigentlich. Ah, doch, 37% immerhin. So, Stadtkrankenhaus. Vorbereiten. So, und ich würde sagen, Bruno. Ich weiß es ja nicht. Ich würde auch kein Messer mitnehmen. Ich glaube, ich nehme einfach gar nichts mit. Ich bin ein armer, verwundeter Mann. Ich brauche Hilfe. Und ich hoffe, dass das einigermaßen klappt. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ja, vielleicht ist es nur ein Gerücht. Ja, das hört sich schon mal sehr gut an. Da sind gleich Leute. Na, immerhin, das ist gut. Das ist doch sehr schön. Geht's da zurück? Ja. Da ist einer. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Und ich plündere ja nichts. Ich gehe da nur hin. Keine Sorge. Ja. Du kannst mich gerne im Auge behalten. Ich weiß halt nicht. So. Da ist ein Arzt. Das sieht so aus. Bitte lauf doch dahin. Bitte. Ach so, da kann man was kaufen. Wenn sich Ihr Zustand verschlechtert, werde ich Ihnen helfen. Ernsthaft? Oh mein Gott, ernsthaft. Oh Gott, oh Mann, hey, danke. Vielen Dank. Wenn ich jetzt noch eine einzige Bandage finde, eine einzige Bandage, eine. Privatbesitz, nein. So, geh mal hier hoch, weil es scheint hier eigentlich recht chillig zu sein. Nee. Wahrscheinlich ist nur Vorsicht geboten, wenn man Sachen. Geht's denn da lang? Naja, wahrscheinlich werden aber keine Bandagen hier einfach so rumflacken. Das ist auch Privatbesitz. Also ich will hier ungern was klauen. Ich meine, die helfen immer noch Leuten. Das darf ich mitnehmen. Weil das kein Privatbesitz ist. Und eventuell kann ich ja hier irgendwie. Da war ja was drin, ne? Eventuell kann ich ja hier irgendwie feilschen. Der eine, der hat aber nur gesagt, wenn ich was zum Verkaufen habe, gell? Dann soll ich ihm Bescheid sagen. Allerdings habe ich halt echt keine Bandagen zum Verkaufen. So. Gucken wir mal. Also ich glaube, in dem Gerümpel drin, das ist kein Privatbesitz. Nur wirklich das, was die Leute in den Schränken drin haben. Genau. Also da klaue ich wirklich nichts. Ich gucke mich jetzt noch so gut, wie es geht, um. Nimm halt nur das mit, was ich mitnehmen darf. Und dann verschwinde ich wieder. Boah, das ist verdammt gut zu wissen, dass wir im Notfall echt hier hin können. Und es ist auch super, dass wir das hier durchsuchen können, alles. Offiziell.
ohne dass uns da jemand. Das ist gut zu wissen. Also ist nochmal so ein Krankenzimmer. Ist nochmal ein Arzt. Da möchte ich nichts klauen. Da ist auch nicht so wirklich Gerümpel in dem Sinne. Oh, hier ist es kalt bei denen. Okay. Auch nicht so geil. So, dann gehen wir mal hier runter. Ich bin ein Patient, ja. Ich wurde bereits bandagiert. So, aber er hat keine Bandagen, ne? Tut mir leid. Ich störe doch nicht. Sorry. Was ist denn das eigentlich? Ah, okay. Nee, nee. Nee, nee. Hier sind noch ein paar so Dinge, die ich mir anschauen kann. Oh, geil. Hier ist ja richtig viel Essen. Alles nehmen. Hier auch nochmal schnell. Bevor uns die Zeit wieder davonläuft. Aber ich glaube, das war's. Alles nehmen. So, nochmal gucken, ob hier irgendwo noch Gerümpel ist. Waren wir hier schon? Da waren wir anscheinend schon, okay. Es gibt hier mehrere Ärzte. So, ich gehe jetzt aber zum Ausgang. Und freue mich. Ich freue mich sehr. Also ich wünschte natürlich, wir hätten jetzt noch... Ich wünschte, wir hätten jetzt noch ein bisschen andere Sachen gefunden. Oder halt noch Bandagen. Für unseren neuen. Ich hoffe, dem geht's bald gut. Und ich hoffe, dass wir jetzt nicht ausgeraubt worden sind. Bitte. Ich weiß, da hat jetzt nur die Katja aufgepasst. Aber was soll ich machen? Wenn es jedem schlecht geht. Ah, das ist schön, ja. Wir wurden ausgeplündert, natürlich. Ist jetzt die Katja vielleicht auch noch verletzt, damit wir vollzählig sind? Ach ja, Bruno war auf der Suche nach Vorräten, genau. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie müssen ängstlicher als wir gewesen sein. Und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Glücklicherweise waren wir alle bewaffnet. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Sehr gut. So, Leute, jetzt habe ich aber vergessen. Ich muss jetzt mal kurz Escape drücken, nicht, dass die Zeit weiterläuft. Denn unsere Folge ist vorbei. Ich freue mich, dass der jetzt auch bandagiert wurde und der andere auch. Jetzt brauchen wir nur noch für unseren letzten neuen, den, wie heißt der nochmal? Wartet. Wie heißt der? Boris. Boris. Genau, für den Boris brauchen wir jetzt noch Bandagen. Und dann müsste es wieder bergauf gehen. Hoffe ich. Ich will nämlich nicht, dass jemand stirbt. Das wäre echt zu traurig. Naja, Leute. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zugucken und wir sehen uns in der nächsten Folge This War of Mine. Tschüss!